Hi, mein Name ist Sebastian und heute geht es um Dachfenster. Besser gesagt ist das hier ein Dachfenster von dem Hersteller Velux und ich möchte das mit dir gemeinsam warten. Ich zeige dir, worauf es ankommt, was du regelmäßig warten solltest, worauf du achten solltest und wir bauen gemeinsam dieses Velux Service Teil ein. Das beinhaltet ein bisschen Fett, eine Dichtung, die über die Jahre förmlich verschwindet. Und ein Luftfilter, den du auch regelmäßig wechseln solltest. Und ich möchte dich nochmal daran erinnern, abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Das heißt, wenn du mich abonnierst, musst du nichts dafür zahlen. Jede Woche kommt ein neues Video. Ob es jetzt Anleitungen sind zu Hause, über die Fensterwartung oder ein Bett bauen oder ich weiß es nicht, im Badezimmer irgendwelche Wartungen arbeiten oder ein Holzboden neu ölen oder ein Terrassendach aufbauen, das Volumen oder Spektrum auf diesem Kanal ist wirklich riesengroß. Also mit deinem Abo machst du gar nichts falsch. Vorweg nochmal, hier sind ein paar Plissés, Hitzeschutzplissés angebracht. Darüber gibt es auch ein Video. Das werde ich dir unten in meiner Videobeschreibung verlinken. Hier in unserem Fall ist es, wie gesagt, ein Velux-Fenster. Das ist ein Klapp-Schwingfenster. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten, dieses Fenster in einen Lüftungszustand zu stellen. Einmal hier, da öffnet sich eine kleine Lüftungsklappe. Wir hören es auch schon, es wird lauter. Und dann haben wir einmal unten noch einen Hebel. Damit können wir das Fenster einfach aufschwingen. Den ersten Check, den du machen solltest, ist natürlich gucken, ob ringsherum irgendwelche Wasserflecken oder Spuren sind, ob das Velux-Fenster an sich irgendwie undicht ist und ganz, ganz wichtig, ob sich hier unten in den Ecken bzw. hier Schimmel bildet oder Wasser sammelt. Wenn das der Fall ist, ist die äußerste Scheibe bzw. der Rahmen und die Dichtung defekt. Das tritt bei Kunststofffenstern häufiger ein als bei Holzfenstern, wie gedacht, weil die meisten denken immer, wenn ihr ein Kunststoff-Velux-Fenster habt, dass es komplett aus Kunststoff ist. Ist es in diesem Fall nicht, denn das Holz verbirgt sich in den Kunststoffummantelung. Also sprich, ihr habt innen drin einen Holzkern und außen eine Kunststoffummantelung. Deswegen ist es umso wichtiger, dass ihr die Sache prüft, ob das Fenster dicht ist. Wenn nicht, kann es durchaus sein, dass das Wasser dann in den Kunststoffkern eintritt, sprich in den Holzkern, das vergammelt und dann aufquillt. Dann seht ihr hier ein kleines Loch. Was das auf sich hat, das zeige ich euch später nochmal. Der erste äußerliche Check haben wir jetzt gemacht. Soweit ist alles trocken und in Ordnung. Jetzt öffnen wir einfach mal das Fenster, so weit wie es geht. So, und es bleibt auch alleine stehen. Bei vielen kommt es dazu, dass es gleich von vorne wegsackt. Das könnt ihr einstellen. Und zwar gibt es hier links und rechts ein kleines Typenschild. Da könnt ihr beispielsweise ablesen, wie ihr das Fenster einstellen könnt. Und eine kleine rote, ich würde sagen, ja, so ein kleiner roter Schieberiegel, den könnt ihr natürlich positionieren. Und somit könnt ihr dann den Widerstand von dem Fenster einstellen. Und jetzt, wo wir gerade draußen sind, gibt es natürlich auch den ersten Check zu machen. Hier befindet sich ja der Dachziegel und hier ist das Fenster, das wurde hier eingedeckt und hier ist natürlich so ein Entwässerungskanal bzw. so ein Schmutzkanal für Moos und alles Mögliche, was sich so auf dem Dach sammelt und mit der Zeit löst, dass das hier abfließen kann. Und dieser Kanal sollte natürlich sauber sein über die Jahre, ne? Da müsst ihr darauf achten, dass das Ganze wirklich immer picobello sauber ist. Den Kanal könnt ihr beispielsweise mit einem Pinsel reinigen oder ihr nehmt einen Pinsel, wo ihr beispielsweise eine Teleskopstange draufstecken könnt. Wichtig hierbei, riskiert bitte nicht euren Leben, macht nicht irgendwie akrobatische Aktion, nicht, dass ihr dann runterfallt und euch ernsthaft verletzt, wenn nicht sogar tödlich. Wenn ihr da irgendwo nicht rankommt, dann sagt nächstes Mal den Schornsteinfeger vielleicht Bescheid oder den Dachdecker, die machen das bestimmt. Wo wir gerade hier draußen sind, es gibt hier zwei Dichtlippen, es ist natürlich von Dachfenster zu Dachfenster unterschiedlich, aber hier eine schwarze, da solltet ihr natürlich gucken, dass die nicht porös ist oder rissig ist, ansonsten solltet ihr die austauschen vom Dachdecker beispielsweise. Die ist noch tipptopp, die könnt ihr beispielsweise vorweg mit einem Silikonentferner reinigen, wenn die stark verschmutzt ist, oder einfach mit einem Silikonspray oder Vaseline-Spray schön satt einsprühen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn über Jahre gehen die Weichmacher, man sieht es auch hier schon, ich habe ja leicht schwarze Finger, gehen die Weichmacher raus und dann verliert das Gummi quasi seine Wirkung. Beispielsweise jetzt hier auch im Innenbereich, hier ist eine Dichtung. Ganz, ganz wichtig, dass das Ganze immer sauber ist und nicht wundern, es wird natürlich über die Jahre ziemlich schmutzig. Staub, Sand, der sich in der Luft befindet, ganz, ganz feiner Sand, Mikrosand, der setzt sich natürlich hier ab. Und dann, was passiert? Das Fenster oder die Dichtung wird mit der Zeit undicht und porös. Wichtig ist auch hier, das Ganze zu reinigen und danach mit einer, es gibt auch so Pflegestifte, Gummipflegestifte oder ein Silikonspray oder mit Vaseline das Ganze schön einmassieren und reiben, damit die Funktion der Dichtung auch wieder gewährleistet ist. Und jetzt zeige ich euch, wozu die zwei Löcher waren im Fenster. Und zwar, wenn wir nämlich jetzt unser Velux-Fenster schließen,
können wir es ja problemlos von dieser Seite aus reinigen. Die andere Seite, brauchen wir einen Dachdecker? Nee, natürlich Quatsch. Wir öffnen hier das Fenster bis zum Anschlag. Also es gibt hier zwei Möglichkeiten. Eins zum Lüften, zweite zum Öffnen. Dann öffnen wir das Ganze hier. Und dann merkt ihr schon, da kommt das Fenster runter. Und wir sehen hier auch wieder, also wir können das Ganze dann drehen. Ihr braucht keine Angst haben, da passiert nichts. Hier sehen wir schon wieder eine Gummidichtung. Die solltet ihr natürlich auch reinigen und warten. Und natürlich alles, was ihr hier seht, was schmutzig ist, sollte auch immer gereinigt werden. Dann sehen wir als nächstes hier auch wieder ein Andruckprofil. Damit wird das Fensterglas oder die Scheibe auf das Fenster, auf den Fensterrahmen gehalten. Das Ganze ist verschraubt und dieser hier ist schon ziemlich verschmutzt. Der sollte auch immer picobello sauber sein. Das ist nämlich der Entwässerungskanal. Wenn nämlich hier Schwitzwasser oder Regenwasser reinkommt, dann wird das Ganze nach unten hin abgeführt. Bevor wir jetzt das ganze Fenster komplett rumschwingen, muss ich euch natürlich nochmal erwähnen, dass wir hier vorne auf der Stirnkante, das heißt hier, wo unsere Lüftungsklappe ist, übrigens kommen wir hier gleich nochmal drauf, wie ihr das Ganze, die Dichtungseinsatz und den Luftfilter wechseln könnt. Hier befindet sich ein Schieberiegel, auf beiden Seiten übrigens, und diesen brauchen wir nämlich jetzt. Die zwei Löcher sind nichts anderes als das Gegenstück von diesem Schieberiegel, und ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass das Fenster euch auf den Kopf fällt, das ist nämlich so gewollt. Ihr könnt nämlich hier unten das Ganze, dann ist ein bisschen fummelig, müssen wir gucken, aber zack, der erste Schieberiegel ist im Loch drin und auch somit der zweite. Und somit könnt ihr dann das Fenster von außen quasi putzen und ihr könnt problemlos hier Wartungsarbeiten durchführen. Und dann liegen auch hier wunderbar die Schwingscharniere frei. Die sollten natürlich auch regelmäßig gewartet haben. In diesem Velux-Paket ist natürlich auch eine Fetttube mit dabei und damit könnt ihr das dann schön einfetten. Wird aber auch noch mal dort in der Beschreibung richtig geschrieben, wo und was genau ihr einfetten sollt. Und so ein Service-Set ist natürlich speziell für das Fenster ausgerechnet. Wenn ihr das Fenster öffnet, habt ihr meistens oben links oder oben rechts im Fensterflügel ein Typenschild. Und davon lässt sich ablesen, welches Service-Set oder was für ein Fenster ihr habt. Und demnach könnt ihr auch dementsprechend Ersatzteile nachbestellen. In diesem Fall habe ich mir ein Service-Set bestellt, wo wir einmal den Luftfilter wechseln, einmal die Anschlagdichtung wechseln und einmal natürlich eine Tube Fett haben, um die Scharniere beispielsweise zu warten und natürlich einen Schlüssel, um das Ganze durchführen zu können. Hier oben befindet sich so eine Art wabenartiges, wie soll ich das nennen, Moos. Das zerfällt auch schon und das ist quasi der Luftfilter. Das müsst ihr jetzt hier vorsichtig herausziehen und dann können wir das durch das neue eintauschen. Das ist jetzt noch übrig geblieben. Das heißt, so ein Set reicht mindestens für zwei breite Velux-Fenster von einem Meter ungefähr. Wir haben jetzt den Luftfilter quasi gewechselt. Wir haben alle Dichtungen überprüft. Wir haben beide Scharniere gewartet. Wir haben den Erwässerungskanal von dem Andruck gereinigt. Und jetzt können wir das Ganze wieder zurückdrehen. Und jetzt kümmern wir uns nämlich um die breite Dichtung, die in den meisten Fällen zu Hause immer gleich zerbröselt. Was ich damit meine, das zeige ich euch jetzt. Wenn das Fenster dann geöffnet ist, sehen wir auf beiden Seiten, einmal links und einmal rechts, bei diesem Typ ein Schließungsmechanismus. Der schließt dann oben rein, wenn wir das Ganze jetzt hier wieder umhaken. Das geht natürlich jetzt nicht. Und hier unten befindet sich eine Art Moosgummi oder Schaumstoff. Wenn wir das Ganze schließen, dann dichtet das Ganze nämlich ab. Und ihr seht jetzt hier schon, dass das quasi, wenn ich es hier drauf drücke, dann bleibt das auch so. Das heißt, das Ganze ist schon ziemlich alt. Und zerfällt auch quasi. Und das sollte über die Jahre regelmäßig alle 5 bis 6 Jahre gewechselt werden. Und das ist natürlich auch im Velux Service Set mit dabei. Wir haben einmal so einen Wartungsschlüssel. Damit können wir nämlich das Ganze jetzt hier entfernen. Dazu müsst ihr links und rechts die Krallen drücken. Und dann könnt ihr mit dem Schlüssel einmal hier rein, links, rechts. Und dann könnt ihr hier runterhaken und die Kralle lösen. Das macht ihr auf beiden Seiten und dann könnt ihr die Schrauben hier lösen. In dem Fall ist es ein 15er Torx. Dann könnt ihr den Zugriegel hier entfernen. Und dann könnt ihr das problemlos mit einem Spachtel oder mit dem beigefügten Schleifpapier abziehen. In dem Falle, ja, brauchen wir einen Spachtel. Für alle diejenigen, die es noch nicht kennen, es gibt ein Druckluftspray
funktioniert wie so ein Kompressor, nur da kommt Luft raus. Und damit könnt ihr natürlich auch so ein paar verunreinigen oder Staubreste entfernen. Im Anschluss können wir auch dann unser neues Band draufsetzen. Da verbirgt sich ein doppelseitiges Klebeband. Hat natürlich genau die gleiche Breite und wir setzen es genauso wie das alte dann an. Und das dürfte wieder für ein paar Jahre halten. So, im Anschluss das Ganze wieder handfest anschrauben, also nicht zu doll. Das ist wie gesagt Kunststoff. Und dann könnt ihr das Ganze auch wieder reinklipsen. Das geht irgendwie eigentlich von ganz alleine. Gerade eben auf der anderen Seite war es wirklich einfach. Ja. Erst oben und dann unten, aber genau. Und dann hinten, und dann könnt ihr auch das Ganze wieder, wenn wir das Fenster zumachen, also die Riegel wieder zurück, genau. Und wo wir gerade hier sind, natürlich das Ganze auch wieder ordnungsgemäß fetten und dann können wir das Fenster auch wieder verschließen. Und dieses Band, wie gesagt, reicht es für die nächsten Jahre. Ab und zu mal ein bisschen kontrollieren, ob das Ganze porös wird, auch den Luftfilter. Und ansonsten habt ihr eure Arbeit bis nächstes Jahr getan. Im nächsten Jahr würde ich dann nochmal das Ganze kontrollieren, ob die Getriebe alle funktionieren, die Scharniere und die Dichtung überprüfen, ob die sauber sind oder gerissen oder porös. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Unten in der Videobeschreibung, ganz wichtig, also unter diesem Video, je nachdem wie du das Ganze hier anschaust, per Fernseher, per Smartphone oder per Laptop, am besten per Laptop, unten findet ihr eine Videobeschreibung. Das ist eine Beschreibung zum Video und da findest du auch alle Produkte. Unter anderem die Seite von Velux, wo du herausfinden kannst durch das Typenschild, was für ein Fenster du hast, was für ein Dachfenster. Und du findest nochmal die Produkte, die ich gerade für dieses Fenster verwendet habe und natürlich auch mein Werkzeug. Ich bin Mr. Handwerk. Von mir gibt es mehr Projekte, außer nur dieses Dachfenster hier warten oder reinigen. Es gibt auch Projekte, unter anderem, wie du ein Fenster einstellen kannst, wie du ein Fenster am Pressdruck einstellen kannst, wie du bei einer Tür die dicht machen kannst, wenn die zieht, wie du Schlösser einstellen kannst, wie du dir ein Hochbett bauen kannst, wie du dir Betten bauen kannst, wie du dir Möbel bauen kannst, wie du deine Terrasse, das Holz aufarbeiten kannst und. Ich glaube, ich nerv dich schon und du hast, glaube ich, verstanden, was ich meine. Checkt bitte meinen Kanal ab und wenn dir das ganze Video gefallen hat, gib den Handwerker Daumen nach oben und am besten Fall ein Abo. So, ich würde sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal, euer Sebastian oder Mr. Handwerk. Ciao. Herrlich.